So, Tag 5 in Schottland und dann ist gerade mal, da das gestern ein bisschen vergessen gegangen ist, während dem 1. August feiern. Kleiner Rückblick auf Tag 4. Wir sind von Arga über Mullaig auf die Isle of Skye. Sind dabei an der berühmten Harry Potter Brücke vorbeigefahren, natürlich mit Fotostopp und allem. Und sind etwa schon am 4. bei der Isle of Skye angekommen. In einem kleinen, schönen Hotel direkt am See. Die Zimmer sind zwar nicht gerade wahnsinnig groß, aber so auf 2 Tage reicht das gut. Und ja, das ist das, was wir gestern gemacht haben. Heute gibt es kleine Inselrundfahrt auf der Isle of Skye. Es ist eine der schönsten Inseln. Also, wir haben super Wetter. Es gibt echt wirklich super Panorama-Fotos. Die werden das sicher auch noch sehen. Und ja, sind wir gespannt, wie das jetzt heute rauskommt. Thank you.
So, Tag 5 in Schottland, geht auch langsam Ende zu. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben eine schöne Inselrundfahrt gemacht. Eigentlich kann man dort wirklich super Wetter sein. Sehr tolle Panorama-Fotos können sie es und es war wirklich genial gewesen. Dann haben wir auch noch das Schloss von der Familie McLeod, Entschuldigung, besucht. Ja, sehr schöne Burg. Und ja, es war auch eindrücklich gewesen. Ja, das ist eigentlich so das, was wir gemacht haben. Wir sind noch bei der sogenannten Feenbrücke vorbeigefahren. Also ausgestiegen, weil anscheinend werden die Frauen, die sich dort mit dem was Gesicht waschen, 20 Jahre jünger. Also ja, liebe Frauen, geht da vorbei. Schaut, ob es etwas nützt. Für die, wo das interessiert natürlich. Ja, das ist eigentlich das, was wir heute gemacht haben. Und dann sind wir gespannt, wie das der Mond aussieht.